Eieieiei, da guckt man kurz nicht aufs Handy, sind dann plötzlich dann neue Nachrichten da, die ich euch gerne mitteile. Aber erstmal richten. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde! Herzlich willkommen zu einer weiteren FIFA 19 Neuigkeit oder Neuigkeiten. Leute, hier ist nochmal ganz kurz das Video von vor 5 Stunden, es ist gerade 1 Uhr nachts. Das könnt ihr auch sehr, sehr gerne auschecken. Das sind nämlich noch andere Neuigkeiten, die jetzt nicht in diesem Video sind. Solltet ihr vorhaben, FIFA 19 über Amazon vorzubestellen, dann macht das doch sehr, sehr gerne über meine Links ganz oben in der Videobeschreibung. Kostet euch nichts, unterstützt mich aber. Danke euch dafür, würde mich auch freuen. Daumen nach oben, man wird euch loben. Aber wie es der Titel schon sagt, meine Freunde, 69 Ikonen. Jetzt mal, bevor ich euch den Namen rausballer, was sagt ihr dazu? Wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe, sind das irgendwie 270 oder so. Ich rechne lieber noch. 207 wären das, also mit 3 Versionen. Also seid ihr der Meinung, das ist zu viel? Ich meine, gut, mir ist das recht, weil umso mehr SBCs, ihr kennt meine Streams, dies, das. Aber es ist echt krass. Und dieses Gerücht, 60 Weekend League Spiele, denkt ihr, das kann stimmen? Das ist halt nur so ein Gerücht, da kann ich euch jetzt gar keine Beiträge oder sonstiges sagen. Das geht ganz so, das geht auf Twitter rum. Ich habe den Reddit-Beitrag jetzt gar auf die Schnelle nicht gefunden. Aber ich glaube, dabei handelt es sich ganz, ganz ehrlich um eine Fake News. Weil 60 Weekend League Spiele, zusätzlich noch so viele Modis, das wäre gar nicht möglich, Leute. Also leben möchte man ja auch noch irgendwie. Ich meine, gut, für uns als YouTuber-Creator ist es wahrscheinlich geil, aber ich meine, ich mache es ja auch nicht hauptberuflich, das heißt, ich hätte nicht mal die Zeit, alles und keine Ahnung was probieren, rauszuballern. Ich weiß nicht, dann würde ich dann eher wahrscheinlich nur noch streamen, was aber auch nicht der Sinn der Sache ist. Aber haltet es wirklich für möglich, 60 Weekend-League-Spiele? Also meiner Meinung nach, wie gesagt, ich glaube es nicht, aber was meint ihr? Kommentare. Shootout geht auch raus an Karriere-Mode-Stars auf Twitter. Den verlinke ich euch natürlich ganz oben in der Beschreibung. Der hat auch knapp 43.000 Follower. Ich glaube, das sieht dann eh nicht, wenn ich in der Videobeschreibung gebe, ob ein oder zwei. Aber trotzdem, ich möchte natürlich euch sagen, von wo ich das Ganze beziehe, von wo ich die Quellen habe. Hierbei geht es um den Karrieremodus. Da war wohl jemand ein bisschen zu schlampig und ja, hat es abfotografiert. Was man dazu sehen kann, ist eigentlich wenig Veränderung, so vom optischen her, aber es gibt einen Reiter zusätzlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reiter. Ist aber natürlich noch nicht die Vollversion oder sonstiges, also das ist nur so ein Stand-Jetzt-Bild. Also für alle Karrieremodus-Begeisterten kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ein paar Neuigkeiten kommen, weil FIFA 18 war immer so halb neu, halb keine Ahnung, halb geil, halb nicht geil. Aber mal gucken, wie es sich dahin bewegt. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Was wünscht ihr euch eigentlich Karrieremodus technisch? Die Optik, ich weiß nicht, wie auf diesem Bild, sieht wahrscheinlich so ziemlich ähnlich dann aus wie zu FIFA 18. Aber was wünscht ihr euch grundsätzlich? Interessiert mich auch. Schreibt das gerne in die Kommentare. Bleiben wir mal gleich bei ihm, bei Karrieremodus Stars. Der hat da auch gleich ein paar Screenshots gemacht, die ich euch nicht gezeigt habe im vorigen Video. Da gibt es ja neue Game Modes, Long Range, Survival, Headers and Volleys, First Touch, glaube ich, heißt das, und No Rules. Es ist nicht wirklich so eine Art Battle Royale, weil vielleicht so im weiten Sinne so, ich weiß nicht, aber ist auch sehr, sehr interessant, was man da jetzt alles zusätzlich machen kann, Leute. Ich bin wirklich mega, mega gehypt. Hier zeige ich euch das noch. Könnt ihr auf Start drücken und euch das Ganze noch übersetzen, aber wirklich mega, mega interessant. Leute, was aber auch interessant ist, guckt mal, Riggers, Unique Riggers. Link ist auch in der Videobeschreibung. Er hat 31.800 Follower. Der hat am 10. März hat er diesen Player-Pick quasi vorgeschlagen. FIFA 19 Idea Image, if there was SBC that offered you 5 players when you complete them and you could only pick one. 10. März hat er das geschrieben, ne? Bam! Haben sie tatsächlich die Idee quasi übernommen. Schade, dass er eigentlich kein Cash oder so dafür bekommen hat, weil normalerweise in Firmen, bei meinem Vater zum Beispiel, bei Vorschlägen und so weiter, bekommt man quasi Geld dafür, wenn sie übernommen werden. Aber ja, die haben gedacht so, ne, mach ich nicht. Aber doch sagen das Kartendesign, Leute. Come on. Riggers hat auch noch die Web-App gepostet, also wie sie so awesome wird. Und dazu möchte ich euch noch etwas sagen, und zwar dieses Filtern der Spieler. Bei FIFA 19 ist es endlich möglich. Nehmen wir jetzt mal an, es kommen 3 Informen von De Gea.
sagen wir 91, 92 und 93. Diesmal kann man wirklich suchen nach einem 91, also noch gezielter kommt dann so De Gea, 91, 92, 93. Den kannst du dann auswählen, damit man dann nicht immer auf Preisvergleich und dann auf diesen Spieler irgendwie, ihr wisst eh, was ich meine. Aber auf jeden Fall, dieser Wunsch der kompletten FIFA-Community wurde jetzt auch endlich erfüllt. Also FIFA 19, es wird so mega interessant. So, jetzt erstmal was trinken. Gestern habe ich euch gezeigt, wie eine Icon-Animation, Pack-Animation aussieht. Und heute habe ich etwas anderes für euch. Nämlich einen brasilianischen Superstar. Seht selbst. Aber ja, die Grafik, tut mir leid, das ist wie gesagt Twitter. Ist auch jetzt kein ganzes Bild oder so. Aber so sieht diese Pack-Reaktion aus bei einer Goldkarte, bei einem Walkout. Und guckt das an, Alter. Das sieht schon geil aus, wenn er so rausläuft. Ja, hat schon etwas. Also feiere ich mega. Also hier, meine Freunde, Neymar Pack-Animation. Daumen nach oben dafür. Dankeschön. Und was habe ich euch nicht gestern gezeigt von Icon Cannavaro, Raul, Cruyff, Lampard, Gerrard und wie sie nicht alle heißen. Aber Leute, jetzt kommt wirklich eine Liste 69 Ikonen, angeblich. Aber diese Seite sieht mega, mega vertrauensvoll aus und die möchte ich euch jetzt zeigen. Es ist zu krass, wenn das wirklich stimmt. Scoopt eine erste Seite, ich verlinke sie euch auch noch ganz oben in der Videobeschreibung und gebt euch jetzt die Liste. Ich habe es euch jetzt mal ein bisschen rangezoomt. Gebt euch jetzt die Liste, Leute, das ist zu krass. Die kennen wir schon. Baggio, Cannavaro, Seedorf, Makelele, Cruyff, Rivaldo, Eusebio, Lampard, Gerrard, Raul, erster Neuling. David Trezeguet, Alter. Auch mit ihm bin ich aufgewachsen. Also als er noch wirklich gespielt hat, zu krass. Baresi, kommt wieder zurück. Da war er schon. George Best. Julius, ich grüße dich. War das nicht dieser eine Spieler, auf den du so heftig gebetet hast? Ne? Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich habe George Best noch nie gespielt, aber er ist angeblich auch wieder dabei. Giggs ist wieder zurück. Luis Figo. Stoichkov, sorry, bra, wenn ich dich falsch ausspreche. Butragueno ist am Start. Bergkamp ist wieder da. Roy Keane. Alter, der wird zu krass. Scholes ist wieder zurück. Nedved. Alter. Ich bin mir ein, war der nicht auch bei FIFA 17 und davor? Können mich jetzt irren, ich glaube aber ja. Hierro, der spanische Nationaltrainer dürfte das sein. Sokrates, ganz, ganz ehrlich, Leute, das ist der erste Name, der mir nichts sagt. Oh, er ist leider verstorben, 4. Dezember 2011, also auf jeden Fall Rest in Peace. Auch an alle anderen Legenden natürlich, muss ich auch dazu sagen. George Best, Cruyff und wie sie alle heißen, also wirklich Ruhe im Frieden. Ich wusste echt nicht, dass er verstorben ist, ne? Ist auf jeden Fall ein Brasilianer und ich muss eines sagen, ich habe noch nie von ihm gehört, aber er dürfte schon sehr, sehr viel, also er hat sehr, sehr viel erreicht, ne? Vizemeister Mini-WM, Copa America, Fair Play Trophy. Habt ihr schon mal von ihm gehört? Schreibt das mal in die Kommentare. Klose, Leute, einer von zwei Deutschen, einer von zwei. Und wirklich, ja, hoffe ich, da kommt auch so diese, dass seine Prime SBC diese Record-Breaker-Version ist von FIFA 14, glaube ich, müsste das sein. Sola ist wieder am Start. Christian Vieri, welcome. Veron. Ich glaube, der war aber auch dabei. Ich glaube, der war bei FIFA 17. Cartuso ist wieder zurück. Nakata, den kennen wir. Sol Campbell ist zurück. Ronaldo, R9. Hat er leichtes Bammeln, dass der nicht dabei ist? So wie Ronaldinho. Maradona ist zurück. Ori. Yashin, auch wieder zurück. Pelé. Also so die alten Bekannten. Auch er. Ruth. Hullit. Roberto Carlos. Okocha. Vieira. Also die üblichen Verdächtigen. Schmeichel. Puyol. Del Piero, Owen, Deco, Ferdinand, Pires, Shearer, Nesta, Shevchenko, Leute, die sind alle altbekannt. Van der Sar, Petit, Inzaghi, Rijkaard, Hagi, Larsson, Crespo, Littmanen, Zanetti, Blanc, Matthäus, der zweite Deutsche, Hernandez, Overmars, Desailly, Van Basten, Lautrup, Maldini, Kluivert, Rui Costa. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so, es sind schon ein paar neue dazugekommen. Aber eigentlich die vorherigen Versionen mit den FIFA 18 Versionen und FIFA 18 WM Modus. Beckenbauer ist leider raus, aber ja, da merkt man ja, dass er ja nicht unbedingt jetzt momentan gut ist mit FIFA, UEFA und so weiter. Was ich sehr, sehr schade finde, Oliver Kahn, David Beckham und aus österreichischer Sicht Andy Herzog oder gibt es da noch
Michael Konsel, Herbert Prohaska, Toni Polster, also ich rede jetzt einfach nur aus österreichischer Sicht, obwohl die jetzt nicht so krasse Sachen erreicht haben. Hans Krankl, eigentlich schon, Goleador. Aber was sagt ihr? Denkt ihr wirklich, dass es 69 Ikonen werden und dann noch die Prime SBCs und SBCs und Pipapo? Denkt ihr das möglich? Schreibt es in die Kommentare, schreibt es auch in die Kommentare, was denkt ihr zu diesen 60 Weekend League Spielen? Aber nochmal Leute, ich persönlich glaube es nicht. Ich wollte es einfach trotzdem in dieses Video reinschmeißen, weil es einfach so durch die Runde geht. Ich hoffe, das Video war informativ genug. Gebt doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Und nochmal, solltet ihr FIFA 19 über Amazon vorbestellen, dann bestellt doch gerne über meine Links vor. Kostet euch nichts, ihr unterstützt mich dabei. Neuer Merch ist auch in der Videobeschreibung. Abonniert für mehr, meine Freunde. Ciao, ciao.